Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 10., am 13.10. hier am Dienstag 9:30 Uhr. Wir wollen wieder auf den Markt schauen und hierbei den Euro gegenüber dem US-Dollar in den Augenschein nehmen, denn dieser zeigt sich sehr konstruktiv, auch mit einer seit einigen Tagen eingeleiteten, relativ stringent ausgerichteten Aufwärtsbewegung, die hier nur eines zulässt, und das ist der Test des Widerstandslevels 1,14, 1,1455, 1,1450, roundabout plus minus ein paar Pips ist da gar nicht entscheidend. Schauen wir kurz auf den Wochenchart, warum dieses Level so entscheidend ist. Hier die aktuelle Handelswoche, die Kerze der laufenden Handelswoche. Hier steht noch einiges an Potenzial vor der Tür, und hier eben diese eben benannte Zone 1,14. 1,1450, das ist dieses Level, wo immer wieder der Euro hier eine Performance hin aufweisen konnte, aber letztlich nicht signifikant darüber rausbrechen konnte. Zudem haben wir, wie gesagt, wenn es gelingt, über dieses Level anzusteigen, hier ein taktisches Kaufsignal auf, ja, Wochenbasis sogar. Dies hier gestaltet sich in Form eines aufsteigenden Dreiecks. Das ist im Prinzip hier am Ende einer Abwärtsbewegung eher mit Vorsicht zu genießen, aber rein technisch lässt sich hier zumindest interpretieren, dass die Marktteilnehmer hier einen gewissen Druck aufbauen nach oben, und wenn das eben gelingt, dass wir hier rausziehen, gerade per Wochenschlusspreis über 1,15, das wäre schon eine Hausnummer, dann wäre hier nur diese temporär kurzfristige Trendlinie im Weg, aber diese hat hier meines Erachtens tatsächlich nur eher marginalen Charakter. Viel wichtiger eben das Level 1,1450. Und genau da laufen wir jetzt hin. Wir sind nahe dem Tageshoch. Euro-US-Dollar, das sieht gar nicht mal schlecht aus. 54 Pips bislang gelaufen. Wir schauen uns das gleich nochmal im Intraday-Chart an. Aber hier diese Pfeiltendenz, die wir bereits in der letzten Woche mit dem Titel Euro-US-Dollar-Chancen auf der Oberseite, dann nämlich hier vom Level 1,1155 ausgehend definiert hatten, haben sich hier wirklich in vortrefflicher Art und Weise umgesetzt. Das heißt, diese blaue Pfeiltendenz, die ist nicht verändert. Dieser Pfeil lag seit der vergangenen Woche so im Chart, und jetzt laufen wir eben genau auf dieses Level zu. Hochspannung garantiert, denn hier oben kann es temporäre Rücksetzer geben, die dann aber eigentlich früher oder später zu einem Ausbruch führen sollten. Schauen wir uns die Stunde ganz kurz an. Sieht wie gesagt gut aus. Jetzt just mit neuem Tageshoch. Wir haben hier im Prinzip auch das Hoch von gestern. Gestern eher ein sehr, sehr lethargischer Tag. Euro-US-Dollar hier mit knapp 40 Pips Range gerade mal. Das war wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlich. Aber hier das Hoch vom 9. exakt überwunden. Gestern gab es hier so einen kleinen Shootingstar an diesem Level. Jetzt sind wir gerade drüber. Ich meine, die Stunde hat natürlich jetzt noch ein Stück weit Zeit, aber wenn die Kerze hier oberhalb von 1,1385 bleibt, dann sieht das für den restlichen Tagesverlauf mal gar nicht schlecht aus, sodass Euro-US-Dollar eben hier weiter ansteigen kann. Und das wollen wir uns jetzt hier nochmal im Intraday-Chart anschauen, und hierbei speziell den Euro-US-Dollar unter die Lupe nehmen, der nämlich hier in Rainbow-Gestalt auftritt oder sich hier besser darstellt. Und da sehen wir eben hier das Vortageshoch, diese türkise Linie hier, dass das Vortageshoch auch Resistance Level 2 anhand der gestrigen Bewegung und des Pivot-Levels projiziert. Also hier stehen wir gerade, und da müsste es, Schrägstrich sollte es natürlich drüber hinausgehen, um hier ein wirkliches Folgesignal zu generieren. Und rein von der Average True Range her, oder besser gesagt von der Average Daily Range, haben wir hier Platz bis 1,1425, 1,1425. Das ist das Level, wo Euro-US-Dollar hinstreben kann. Kurzfristig hier Konsolidierung zwischen Vorwochenhoch, Vortageshoch denkbar, aber schauen Sie das an, das sieht schon so aus, als würde der jetzt hier weiter nach oben wollen. Und wenn wir jetzt hier auch per 15-Minuten-Candle, wir sind ja gerade im 15-Minuten-Chart, hier per 15-Minuten-Candle drüber schließen, dann sieht das gut aus, dass wir hier weiteres Potenzial nach oben kriegen und entsprechend eine fortlaufende Performance erhalten. Also, heutiges Tagesziel beim Euro-US-Dollar ist auf jeden Fall, zumindest anzunehmen, das Level 1,14 plus. Da stehen wir ja unmittelbar davor. Und wenn wir die runde Hausnummer von 1,14 überwunden haben, dann spricht nichts gegen 1,1425, 1,1450. Nach oben haben wir dann ein Stück weit Spielraum. Und dann haben wir im Prinzip für die restliche Handelswoche auch genug Spannung, wie es denn weitergeht. Wie gesagt, nochmal als Reminder, wenn Euro-US-Dollar hier signifikant rauszieht aus dieser Widerstandszone hier, dann haben wir hier ein Folgesignal. Und das lässt dann hier eben auf einige 100 Pips mehr schließen. Wenn wir uns nämlich hier den Tageschart mal anschauen, da muss man schon ganz schön weit raus scrollen, um hier überhaupt signifikante Widerstandslevel zu finden. Eins wäre zum Beispiel hier diese Zone um 1,25,
Ja, also wir sprechen hier von in Anführungszeichen knapp 900 bis 1000 Pips, wenn er hier ausbricht. Aber zwischengeschaltet wäre hier erstmal das Hoch vom 24.8. interessant. Da reden wir von Levels von 1.1714. Das wäre im Prinzip das erste kurzfristige nächste Ziel. Kann man auch hier mit dem einen Hochpunkt von Anfang des Jahres ein Stück weit in Verbindung bringen. Also wir wollen jetzt hier mal nicht überschnappen und gleich von der 1,20, 25 reden, aber hier die 1,17 plus ist auf jeden Fall erstmal ein akzeptables Zwischenziel, um dann darüber hinaus 1,18, 1,20 anzusteuern und dann wäre durchaus auch noch weiteres Potenzial möglich. Sieht wie gesagt ganz gut aus. Wollen wir mal beobachten, was Euro-US-Dollar macht. Die Chancen auf hier jetzt just wieder ein neues Tageshoch gemacht bzw. angelaufen, stehen gut, dass wir hier eine weitere Performance erzielen. So, dann, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen beim heutigen Trading. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich auf jeden Fall morgen wieder zur nächsten Sendung. Nachher gibt es noch meinen Kollegen Bernd auf dem JFD Desktop mit DAX und Co. Ich drücke Ihnen die Daumen bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.